Wir werden jetzt unserem noch winzig kleinen Liederheft, was ja eigentlich gar keins ist, weil es nur ein Lied enthält, noch weitere Lieder hinzufügen. Und dafür gehen wir hier auf Dokument, neues Stück hinzufügen. Ich sage jetzt mal aus Vorlage. Und dann nehmen wir mal da die Bläser und dann nehmen wir einen Posaunenchor. Öffnen das. So, nun können wir hier ein neues Stück schreiben. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ein schon geschriebenes Lied hier in dieses Liederheft mit Drag und Drop hineinzuziehen. Dabei ist allerdings eine kleine Spezialität zu beachten. Wir müssen beim ersten Lied während der Mausfahrt, sage ich jetzt mal, die Umschalttaste gedrückt halten. Das geht folgendermaßen. Ich will jetzt hier dieses Lied, es kommt ein Schiff geladen, hineinziehen. Ich klicke es an, beginne die Mausfahrt und drücke jetzt die Umschalttaste und halte sie gedrückt. Lasse hier die Maustaste los, aber die Umschalttaste bleibt noch gedrückt. Ich lasse die Maustaste los und da ist es drin. Und jetzt kann ich auch die Umschalttaste loslassen und hole mir das nächste Lied. Und beim nächsten muss ich diese Prozedur mit der Umschalttaste nicht mehr machen. Primus merkt sich gewissermaßen das. Dulce Jubilo ist schon drin. Ich hole jetzt, macht hoch die Tür hinein. Ein einfaches Drag und Drop. Und nun ist interessant, es ist völlig egal, wo ich das Lied fallen lasse. Auf der ersten Seite oder auf der letzten Seite. Primus fügt immer hinten an. Zack, und da ist es drin. Und meine Weihnachtslieder, das ist schon unser Liederheft, das nehme ich natürlich nicht. Hier ist noch ein Lied. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ich zeig mal, wie es geht, wenn ich das hier einfach in der Mitte fallen lasse. Passiert auch nichts weiter, wird es auch hinten angehängt. So, und jetzt haben wir noch eins, Stille Nacht. Das lasse ich wieder mal vorne fallen. Und wo kommt es hin? Es erscheint hier als letztes. So einfach funktioniert das. Jetzt sehen wir aber schon in dieser kleinen Darstellung, dass da noch einiges am Layout zu machen ist. Denn wir wollen ja während eines Liedes nicht umblättern. Jedes Lied soll für sich alleine auf einer neuen Seite beginnen. Und da sind also verschiedene Layout-Aufgaben noch zu machen. Und die machen wir im nächsten Kapitel.